So, das ist das zweite Video aus meinem neuen Zimmer, aus meiner neuen Wohnung hier in Innsbruck, die ich jetzt am Wochenende bezogen habe. Ich sitze hier direkt an der Straße quasi. Die Fenster sind hinaus zu einer relativ stark befahrenen Straße. Das könnte ein bisschen zu Nebengeräuschen führen. Abgesehen davon habe ich das Gefühl, es fahren heute irgendwie Krankenwagen lang, wenn ich aufnehme und irgendjemand bohrt oder hämmert irgendwas. Aber okay, die Nebengeräusche sind bitte zu verzeihen. Komische Geräusche. Es geht mir jetzt, was ich jetzt mache, ist eine Unterrichtsreihe vorstellen. Das ist für mein Seminar, fürs Praktikumsseminar, für die ich vorher den Vortrag aufgenommen habe, wo es eher so um eine kunstpädagogische Positionierung und auch Ideen sozusagen, in welcher Zeit befinden wir uns, so welches Zeitalter, was ist wichtig in der Lehre zu bedenken, wie können wir zukünftige Lehre angemessen gestalten. Ist das jetzt der Versuch, vielleicht ein praktisches Beispiel zu zeigen, wie es denn gehen könnte oder wie ich mir gedacht habe, wie könnte ich das, was ich mir gedacht habe, sozusagen in einen praktischen, in Unterricht und eine praktische Arbeit überführen. Und natürlich ist eine didaktische Reduktion von einer Theorie oder von einer Idee, die man hat, immer weniger sozusagen oder immer was anderes als oder immer ein bisschen abgestuft sozusagen von dem, was man sich ursprünglich gedacht hat. Aber wie gesagt, es ist nur ein Versuch und vielleicht kriegt ihr andere oder Ideen dadurch, wie ihr Unterricht gestalten könntet, der zeitgemäß ist, vielleicht die Kinder und Jugendlichen da abholt, wo sie sind und vielleicht auch Kompetenzen fördert und entwickelt, wie sie sozusagen im Umgang mit unserer Lebenswelt und der Bildwelt, die uns sehr stark umgibt, irgendwie umgehen können. Die Unterrichtsreihe heißt The Truth Behind Instagram Photos und ist von Shumpu Bariton. Und diese Reihe soll SchülerInnen dazu anregen, sich reflektiert mit der eigenen Bildproduktion und der Bildproduktion anderer auseinanderzusetzen. Dabei wird ein direkter Bezug, ja, zur Lebenswelt hergestellt, indem sich die Reihe an Ästhetik und Kommunikationsformen des Online-Dienstes Instagram orientieren, mit dem die SchülerInnen durchweg vertraut sind. Ja. Selbst SchülerInnen, die sozusagen kein Instagram haben, kennen Instagram und man kann auch im Laufe des Prozesses sozusagen erklären, worum es dabei geht. Man muss kein Instagram dafür haben und keinen Account, um diese Reihe durchzuführen. Diese Reihe wurde überwiegend von mir bis jetzt mit NeuntklässlerInnen gemacht. Das wäre hier in Österreich, glaube ich, die 5. Klasse. Ja. Und ich habe es auch mal in der Oberstufe gemacht. Da ist das auch, funktioniert das auch, aber damals, ich war in einer hessischen Schule, im hessischen Lehrplan hat das gut mit der 9. Klasse und altersmäßig passt das auch gut, sich in dem Alter sozusagen mit einer Form von Medienkompetenz auseinanderzusetzen. Ja. Und die konkrete Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld geschieht eben über die Arbeiten von Shumpu Bariton und ihrer Fotoserie. Ich gehe schon mal in die Präsentation. Also Shumpu Bariton, die Künstlerin, die in ihrer Fotoserie Hashtag The Truth Behind Instagram Photos darauf verweist, dass jedes aufgenommene Bild immer nur einen bestimmten Ausschnitt des sich ereignenden Moments zeigt und dass die BilderzeugerInnen während der Bildproduktion bereits Einfluss auf das Endprodukt nimmt. Ja? Also Bariton setzt sich mit dem Bild auseinander oder mit dem Teil des Bildes auseinander, der nicht auf dem Instagram-Post zu sehen ist, also außerhalb des gewählten oder geposteten Bildausschnitts. Ich zeige mal hier ein Beispiel. Und dabei geht sie humoristisch vor und verweist darauf, dass das, was gezeigt wird, immer nur ein Teil der Wahrheit des Bildes ist. Und gerade der Kontrast zwischen dem Bildausschnitt, der für Instagram gedacht ist, und dem Bereich drumherum verdeutlicht, dass es in Zeiten von Bildbearbeitung und Fake News noch wichtiger geworden ist, Bilder und ihren Entstehungsprozess kritisch zu reflektieren. Und die Reihe entstand bei mir durch regelmäßige Mediennutzungsevaluationen, die ich mit Schülerinnen durchgeführt habe. Das habe ich eigentlich immer mit all meinen Klassen gemacht, weil mich interessiert hat, was benutzen die, welche Apps benutzen die, welche Geräte benutzen sie, wie lernen die, ja, was machen sie in der Freizeit. Bla bla bla, dass mich das Medienverhalten sozusagen interessiert hat. Und dabei zeigte sich, dass die SchülerInnen alle vertraut sind mit WhatsApp. Facebook hat dann auch nachgelassen,
Und Instagram und jetzt auch TikTok sind sozusagen die angesagtesten. Und diese ganzen Plattformen haben gemeinsam, dass sie überwiegend über Bilder kommunizieren. Und wer, wenn nicht wir als KunstlehrerInnen und BE-LehrerInnen, sind prädestiniert dafür, mit Bildern zu arbeiten, und gerade umgeben uns einfach mehr alltagskulturelle Bilder und visuelle Kultur als nur künstlerische Werke. Da es sich auf Instagram meistens um spontan wirkende Aufnahmen von Alltagssituationen handelt und weniger um künstlerische Fotografie, ist der Einstieg eher barrierefrei, ja, weil SchülerInnen durch Handyfotografie und Mediennutzung bereits eigene Erfahrungen bei der Bildproduktion haben. Die Arbeiten von Shumpu Bariton geben nun eine Struktur vor, an der sich die SchülerInnen orientieren können. Dabei gilt es erstens zu verstehen, was die Bilder der Künstlerin ausmachen, also nämlich, dass der Sichtbare mit dem nicht sichtbaren Teil des Bildes kontrastiert und da wird und dadurch ein irritierendes Moment entsteht, bei dem das Instagram-Bild unter einem neuen Blickwinkel gesehen werden kann. Und zweitens, eine Idee zu entwickeln, diesen Kontrast selber zu erzeugen. Drittens, das Bild aufzunehmen und dabei viertens einen Weg zu finden, den Instagram-Rahmen in das Bild zu implementieren. Ja. Und man kann dann, wenn man das Bild, wenn man dann zum Beispiel erstmal mit diesem Bild anfängt, also mit dem inneren Rahmen, kann man fragen zum Beispiel, was seht ihr? Ja, ganz einfach. Und dann mal gucken, ob die sozusagen, das ist ja oft im Kunstunterricht, dass gleich auf den Inhalt eingegangen wird und nicht auf die Formalia, dass es erstmal nur geht, da ist eine Frau, die macht einen Kopfstand. Aber meistens kommt auch jemand drauf, sagen, okay, das ist ein Instagram-Bild. Dann kann man fragen. Und das Interessante, die Arbeit ist von 2015, man sieht diesen alten Instagram-Frame. Und man könnte fragen, gut, was ist denn Instagram? Und dann könnte man sozusagen schon an das Expertinnenwissen der SchülerInnen appellieren, kann man sich erklären lassen, was Instagram ist. Man kann fragen, wer kennt Instagram nicht, dann kann es ihr oder ihm erklärt werden. Dann könnte man fragen, was sind denn häufige Motive auf Instagram? Und da kommt meistens relativ viel, das ist sehr, sehr motivierend für die SchülerInnen, weil sie sich da meistens ein bisschen auskennen. Für die, die kein Instagram haben, könnte man fragen, was sind denn Motive, die immer wieder im Internet auftauchen? Man muss das ja nicht nur auf Instagram beziehen. Und dann könnte man auch fragen, so, was sind denn die häufig gebrauchtesten Hashtags auf Instagram? Und dann könnte man so eine Gruppenarbeit machen. Könnte man sagen so, ey, machen wir Murmelrunde, schreibt mal auf, jeder irgendwie, ihr sammelt irgendwie die 5 Hashtags, die ihr glaubt, die am meisten verwendet werden. Und dann kann man die abgleichen mit den Top-Hashtags von jetzt zum Beispiel, von 2020. Und die sind, also Hashtag Love ist immer auf dem ersten Platz. Und dann ist ganz viel Fashion, Art, Beauty, Cute, Follow for Follow, also oder Like for Like, also du likest meins, ich like deins. Das sind die meist geposteten Hashtags bis zum Juni 2020 des Jahres sozusagen. Und dann kann man sammeln und kann es abgleichen. Und dann merken die schon, dass sie eigentlich ganz oft auch mit ein paar der Punkte richtig liegen. So, ja? Also dass sie selber auf dem Gebiet vielleicht mehr Expertinnen sind als ich als Lehrperson. Und dann kann man eigentlich wieder zurückgehen und sagen so, ey, könnt ihr nochmal zusammenfassen, was das Foto nämlich ausmacht? Ja? Wie arbeitet die Künstlerin? Und man kann auch sammeln, wenn man sozusagen das große Bild zeigt. Also man kommt von diesem Bild, geht nochmal auf das Bild zurück nach den Hashtags und sagt, okay, wir haben jetzt gesehen, da sehen wir eine Frau auf dem Instagram-Bild. Und gibt das ganze Bild preis. So. Dann gibt es meistens eine Reaktion von SchülerInnen. Und man könnte fragen so, was seht ihr jetzt? Ja, oder was macht das Bild denn jetzt aus? Mal gucken, ob die auch schon drauf kommen, zu sagen, okay, das ist eine Kontrastierung von 2 Bildbereichen, die gegenübergestellt werden. Könnt auch fragen so, warum habt ihr so reagiert, wie ihr reagiert habt? Also, warum habt ihr gelacht? Oder warum habt ihr gesagt, langweilig oder so? Und dann kann man wirklich einen Übergang schaffen zu einem Setting, das auch motivierend wirken soll, nämlich, dass ich habe mir dann überlegt, so, okay, was könnte man machen, ohne einfach zu sagen, ey, mach diese Aufgabe, also mach das nach, zu sagen, okay, wir haben ein Setting, das ist das Werk einer Fotokünstlerin Shumpu Bariton, was ja stimmt. Und dann könnte man sagen, sie hat viele so Fotografien erstellt und sie sucht aber einen neuen Assistenten, eine neue Assistentin.
ja, die sie bei der Arbeit unterstützen soll. Und die einzige Voraussetzung für einen Job ist, dass eine Fotoarbeit in ihrem Stile erstellt wird. Und ihr bewerbt euch auf den Job. So. Und dann könnte ich überlegen, okay, vielleicht habe ich schon ein paar Ideen. Und dann könnte man sagen, okay, sag da nochmal, was macht die Arbeit der Künstlerin ganz konkret aus? Ja? Und da wird nochmal zusammengefasst, Inner Frame, Outer Frame oder Bildrahmen 1 zum Beispiel, Bildrahmen 2, dass es kontrastiert ist. Dann kann man noch ein paar andere ihre Arbeiten zeigen. Das Interessante bei den Arbeiten von Jean Poux-Mariton ist, dass die nur so mittelgut sind, ja, und dass die aber von der Idee und von der Struktur her wirklich on point sind und dass die SchülerInnen aber im Endeffekt oftmals viel, viel bessere Arbeiten am Ende rauskriegen, was ja total gut ist, weil es anschlussfähig ist einfach an deren Abilities, beziehungsweise am Ende wirklich mehr hinkriegen. Dann könnte man halt nochmal für sie selber das zusammenfassen, wie diese Kontrastierung funktioniert. Also Bildausschnitt 1 ist der Instagram-Rahmen, sportliche Frau macht selbstständig einen Kopfstand, Bildausschnitt 2, andere Frau gibt Hilfestellung. Ja. Und dann habe ich ein Arbeitsblatt im Endeffekt immer verteilt, auf dem sozusagen nochmal zusammengefasst wird, was wir gemeinsam gesammelt haben. Aber es findet auch sozusagen eine Verortung statt, was Instagram ist, was Hashtags sind, wie die Arbeit zu verstehen ist und so weiter. Und das ist halt eine Möglichkeit, dass die SchülerInnen sozusagen auch was in der Hand haben, was sie mitnehmen können, worauf sie dann Bezug nehmen können. Auf dem Blatt, auf dem Arbeitsblatt befinden sich dann auch sozusagen die Arbeitsaufträge, die ich für euch hier irgendwie zusammengefasst habe. Das heißt, welche Schritte gemacht werden. Und die Schritte sind auch in verschiedenen Konstellationen zu machen. Das heißt, dass Schritt 1 eine Einzelarbeit ist, nämlich zu überlegen, ey, was könnte ich denn machen? So, was wäre denn eine Möglichkeit? Dann zweiter Schritt ist Gruppenarbeit. Also man schafft erstmal so einen Plan, wie es grundsätzlich weitergeht, dass sie erstmal einen kompletten Überblick über das ganze Projekt haben und dann können wir in die einzelnen Punkte gehen. Schritt 2, eine Gruppenarbeit. Bespreche im Team, welche Ideen, die du gewählt hast, am interessantesten ist. Also sie stellen sich gegenseitig in der Gruppe die Ideen vor und die anderen können schon mal darauf reagieren, bevor wir das im Plenum besprechen und schon mal reagieren und sagen, ja, das ist aber jetzt langweilig oder das ist eine super Idee oder du könntest es vielleicht hier ein bisschen präzisieren. Ja? Und der dritte Schritt ist dann die Wahl des Motivs im Plenum zu präsentieren und das ist das, was man so in der ersten Doppelstunde machen kann. Und dann die folgenden Schritte sind dann sozusagen ein Konzept überlegen, auch skizzieren, ja, dass man sozusagen schon eine Skizze vorfertigt, weil selbst wenn man nur Strichmännchen zeichnet oder eine Art Storyboard, es fällt ganz schnell auf, wann das Foto, das man dann auch aufnehmen soll, irgendwann, wann es nicht funktioniert. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Schritt 5 ist das Foto zu erstellen und einzusetzen in den Frame und Schritt 6 wäre die Abgabe. Schritt 1 ist sozusagen neben dem Endprodukt der wichtigste Punkt. So, überlegt euch, die sollen sich einfach eine möglichst kreative Lösung für die Arbeit überlegen. Ja? Und nicht einfach kopieren, was Bariton macht, sondern echt was Eigenes finden. Und ich habe da meistens noch eine Box irgendwie bereitgestellt, so als Hilfebox, da steht ein Hashtag drauf, wo ein paar Motive einfach schon drin waren, wo man sich hätte überlegen können, in Verbindung setzen mit interessanten Hashtags oder so. Also dass man sozusagen noch, falls man gar keine Idee hat. Aber das war bis jetzt eigentlich nie der Fall. Das heißt, erster Schritt, überlegen sich in Einzelarbeit, was sie machen können. Und dann können sie, wenn sie keine Ideen haben, die Insta-Box nehmen. Und auch wichtig, und das intensiviert auch die Arbeit sozusagen, was am Ende rauskommt, dass die Hashtags passen. Ja, also auch Hashtags überlegen. Schritt 2 ist, sich das vorstellen. Ja. Und das macht man in der gleichen Stunde. Das ist immer sehr lustig, die sind sehr, sehr, sehr motiviert, weil sie sich gegenseitig ihre Ideen vorstellen können. Und dann haben sie jeder sich auf ein, jedes, jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes ihrer Motive ausgewählt und stellen die dann mit Begründung im Plenum vor. Und dann ist sozusagen die Hausaufgabe nochmal selber zu eruieren, was die wichtigsten Punkte von Bariton waren. Und sich selber zu überlegen, anhand welcher Kriterien soll denn die Arbeit bewertet werden.
Und das ist immer ein schöner Einstieg, bevor man die Baritone-Arbeit macht oder diese Reihe, dass man zum Beispiel dieses Kurt Tucholsky-Zitat bringt, die Fotografie ist unwiderlegbar, sie ist gar nicht zu schlagen. Der Zeichner kann sich etwas ausdenken, der Fotograf nicht. Und das merken die SchülerInnen sofort, dass das alles überhaupt nicht Bestand hat und nie Bestand hatte, was da gesagt wird. Das ist sozusagen eine totale Überschätzung sozusagen der Fotografie und des Realitätsgehalts von Fotografie ist. Dann kann man sozusagen anhand von verschiedenen Beispielen zeigen, wie an Bildern manipuliert wird. Und wir haben hier zum Beispiel Lady Di und ihren damaligen Freund Dodi. Und auf dem linken Bild zum Beispiel hatte Dodi, die haben sich nicht geküsst, auch wenn die zusammen waren, aber die Sun war das, glaube ich, die wollten einfach ein Foto, wo die sich küssen und da haben sie halt einfach den Kopf gedreht. Merkel mit Schweißrand, zum Beispiel auch, wo man sagen könnte, okay, ist berechtigt, dass man, wenn man da eine Headline und auf dem Cover von der Bild oder was weiß ich hat, dass man nicht unbedingt auf den Schweißrand hinweisen möchte. Oder hier ein Vorstandsmitglied des Siemens oder der von Siemens, die irgendwie zu dem Zeitpunkt relativ viele Leute entlassen haben. Und da hat man sich gedacht, dann machen wir doch mal die Rolex vom Arm weg, dass es nicht so schlimm klingt. Und man kann auch gleichzeitig auf alte Bilder verweisen, wo, solange es Fotografie gibt, einfach klar ist, es werden Leute ausgetauscht oder Leute rausretuschiert. Also total, das wäre ein Einstieg, um dann die Fotoarbeit vom Baritone zu machen. Und dann hätte man sozusagen ein paar Sitzungen, in denen die SchülerInnen mit ihren Handys in Gruppenarbeit sich unterstützen. Das heißt, ich habe das immer in Gruppenarbeit gemacht, dass nicht Zwang ist, dass ein Kind ein Handy hat oder ein gutes Handy hat. Und deswegen macht man das in Gruppenarbeit oder zu Hause. Und man kann auch natürlich zur Not eine andere Kamera benutzen, wenn man kein Handy hat. Und wichtig war dann zu sagen, okay, ich habe die Fotos gemacht. Wie implementiere ich diesen Instagram-Rahmen in das ganze Bild? Und das war aber, habe ich am Anfang so eine kleine, so einen Workshop gegeben, wie man mit GIMP arbeitet. Das ist die einzige Software, die an den Schulen war. War aber komplett unnötig, weil die Schülerinnen und Schüler selbst drauf kommen. Und zwar auf Wege, die viel, viel einfacher sind. Und das machen die alles auf ihrem Handy. Insofern braucht man eigentlich da gar nicht vorgeben, wie sie das machen, sondern man kann ihnen frei entscheiden lassen, wie implementiere ich den Instagram-Rahmen in mein gesamtes Bild, wie mache ich das und dann können die sich das selber gegenseitig zeigen. Auch wichtig zu sehen hier, kann man die Ortsangabe oben Musée du Louvre und unten Kunst und was weiß ich, Ausstellung. Sind immer sozusagen Arbeiten, wo der Kontrast wirklich funktioniert hat. Das war nicht immer so. Hier Natur, Sommerwanderung. So, das war's. Und ihr könnt euch ja selber überlegen, was man noch so für Unterrichtsentwürfe machen kann, die sozusagen anschließen an der Lebenswelt der SchülerInnen und was man damit anfangen kann. Ciao.